Im Anfang schuf Gott erstmal gar nichts. Dafür ist auch morgen noch Zeit, sprach er und strich sich zufrieden über den Bart. Am zweiten Tag sprach Gott, ach, es sind ja noch 5 Tage übrig, und sank wieder in die Kissen. Am dritten Tag wollte Gott schon anfangen, das Licht von der Finsternis zu scheiden, aber kaum hatte er sich auch nur einen Kaffee gekocht, war der Tag irgendwie schon vorbei. Am vierten Tag dachte Gott ernsthaft darüber nach, jemand anderen die ganze mühsame Schöpfungsarbeit machen zu lassen. Aber es war noch niemand da. Am fünften Tag hatte Gott andere Dinge zu erledigen, die viel dringender waren. Am sechsten Tag überlegte Gott, ob es wohl möglich war, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Es fiel ihm aber nichts Rechtes ein. Schließlich war er allmächtig, was die meisten Ausreden irgendwie unglaubhaft wirken lässt. Am Sonntag um 5:45 schließlich schluderte Gott hastig irgendwas hin. Wasser, Erde, Tag, Nacht, Tiere, Zeugs. Dann betrachtete er sein Werk und sah, dass es so lala war. Aber für nur 5 Minuten, sagte er, gar nicht so schlecht. Die Dinge geregelt kriegen. Planlos glücklich mit dem neuen Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo. Jetzt bei Rowohlt Berlin.